Schönen guten Morgen aus Ronda. Ja, der gestern geplante Drohnenflug findet nicht statt. Die Wetter-App, wetter.de ist das gewesen, hat mich doch ziemlich verarscht. Hat heute 9 Sonnenstunden angekündigt und ein Aufhören des Regens irgendwie gegen Mitternacht. Fakt ist, es hat die ganze Nacht geregnet und es regnet auch jetzt noch. Und jetzt heißt es 0,5 Stunden Sonne. Drum ergreifen wir die Flucht nach Portugal. Heute fahren wir also wirklich nach Portugal zum eigentlichen ersten echten Ziel dieser Reise. Zu unseren Kumpels von der Pan Am. Das sind von hier ungefähr 350 Kilometer. Wir müssen jetzt durchs Gebirge durch. Ronda liegt nicht an einer Autobahn. Wir müssen also erstmal Landstraße fahren, bis wir dann in der Nähe von Jerez de la Frontera zur Autobahn kommen. Dann geht es ein bisschen nordwärts, ein bisschen westwärts zur Grenze. Nochmal volltanken, weil in Portugal ist es teurer. Wetter heute, ja, ihr seht es, wie es ist und es wird auch so bleiben. Zumindest ist der Regen nicht mehr ganz so schmutzig wie gestern. Also es ist jetzt einigermaßen klares Wasser, was vom Himmel kommt. Wer Ronda besuchen will, dem ist dieser Platz übrigens durchaus zu empfehlen. Es hat alles, was der Camper braucht. Und das Zentrum ist ja fußläufig. 16 Euro haben wir bezahlt. Ist also absolut okay. Nochmal zum Stellplatz. Noch ein paar Informationen. Er ist die ganze Nacht bewacht, was ich mitgekriegt habe. Waschmaschine gibt es, sagst du? Ja, Tumbler. Ein Tumbler, also ein Wäschetrockner. Dusche, 1,05 Euro. Dusche, 1,05 Euro gibt es auch noch. Ja, okay. Und eine Bushaltestelle ist auch in der Nähe. Mit dem kann man dann ein bisschen schneller zur Altstadt fahren. Vor allem, wenn schlechtes Wetter ist. So. So viel zu diesem Platz hier in Ronda. Und jetzt geht's mal on the road. Ja, das Ronda liegt ja ziemlich auf einem Berg. Über 700 Meter hoch. Und wir müssen jetzt aber wieder deutlich tiefer. Nämlich irgendwo da drunter. Drum die Straße hier doch so leicht alpin angelegt mit Gefälle und großen Kehrschleifen um das Ronda herum. Ja. Landschaftsbilder wird es nicht großartig geben mehr in dieser Region. Aber die Hoffnung, dass es heute irgendwann mal besser wird, stirbt zuletzt. Südöstlich von Sevilla fahren wir jetzt durch eine Landschaft, die ich so jetzt in Spanien auch noch nicht gesehen habe. Landwirtschaftsland ohne Ende. So eine hügelige Gegend mit einer großen Weite in der Landschaft und alles voller Felder und Bauernhöfe. Und grüner als erwartet. Ja. Von Sevilla wird Geld verdient. Eigentlich ist ja 90 auf Landstraßen, wir sind das auch gefahren, also genau 86 sind wir gefahren. Aber gelegentlich hat sich hier mal auch eine 60-Tafel und die sollte man auch einhalten. Ansonsten muss man zahlen. Mit irgendwie mit 86 über die 60-Tafel drüber. Aber ich habe es irgendwie auch übersehen. Und das kostet 50 Euro. Wir sind jetzt südlich von Sevilla, irgendwie im Hafengebiet. Und Polizeipräsenz vom Feinsten hier. Krass. Halten wir doch schön mal die Geschwindigkeitstafeln ein. Fürs Erste verabschieden wir uns von Spanien
und rollen auf die portugiesische Grenze zu. Vorher werden wir nochmal tanken, weil der Most in Spanien deutlich billiger ist als in Portugal. Fahren wir da in Ayamonte nochmal raus. Ja, waren ein paar schöne Tage. Wettertechnisch teilweise etwas problematisch, aber hat uns schon mal ganz gut gefallen. Und jetzt folgen mal zweieinhalb Wochen Portugal. Wie heißt das hier beim Windows? Beim Windows? Ja, mein. Nein, bienvenidos ist beim Windows, glaube ich. Portugal! Yeah! Eine große Brücke. Und jetzt sind wir drin. Ja, jetzt müssen wir uns noch registrieren als Touristen, damit die Autobahngebühren auch immer schön brav von der Kreditkarte abgebucht werden und wir die nicht irgendwo auf eine Post abzahlen müssen. Itranjeros. Okay. Ja, auch hier wieder das gleiche Problem, das wir auch schon in Spanien hatten. Die Automaten, die nehmen nicht jede Kreditkarte. Die von Alice hat jetzt nicht funktioniert, dafür hat diesmal meine funktioniert. Obwohl Mastercard draufsteht, ist nicht überall die gleiche Akzeptanz. Ja. So, jetzt wird die Autobahngebühr hier in Portugal automatisch von der Kreditkarte abgebucht bzw. mein Konto belastet. Sind wir mal gespannt, was das kostet. Was auffällt auf dieser südlichen Autobahn hier, sind praktisch keine Lastwagen unterwegs. Also ich glaube, seit Sevilla haben wir vielleicht drei Stück überholt. Das ist alles. Hier in Portugal, die Autobahn wirkt noch ein bisschen rustikaler als die spanische. Jetzt sind es noch 60 Kilometer bis zum Ziel des Tages. Nachher werden wir mal den Oski für ein paar Tage wahrscheinlich abstellen. Die Algarve erkunden und dann geht's los zur Tour durch Portugal. Wir sind in der Zielregion eingetroffen, in Lule, Portugal. Ja, eigentlich wollten wir ja ursprünglich mal nach Marokko und wie der Heiner richtig geschrieben hat, die Wüste kommt zu uns. Auch hier alles voll Sand, staubige Luft. Können wir uns nicht beschweren. Wir wollten Wüste, wir bekommen Wüste. So, das ist unser Stellplatz für die nächsten Tage. Adresse wird nicht verraten. Ja, sind wir mal gespannt, was wir hier erleben. Morgen sollte es, glaube ich, etwas schöner werden, so wie es aussieht. Glauben wir mal. Die Emmy kann sich hier echt austollen. Thank you.